Kein Thema. Ach, leck mich doch. Yeah. Ich bin vor der Shell unten angekommen. Ja, sehr gut. Du hast nur gesehen, dass es das gibt, ja. Das, das hilft. Ach Mann. Tja, nun also. Ich bin etwas ratlos, vielleicht merkt man's. Huch. Mal eine andere blöde Frage. Ich spule mal gerade ein Stück zurück. Haut mich bitte nicht. Haut mich bitte nicht. Ich will mal was testen. Aber wahrscheinlich hat er da dran gedacht. Oder es ist viel zu niedrig. Wahrscheinlich ist es viel zu niedrig. Ja, das ist viel zu niedrig. Okay, hat nur gerade so ausgesehen, als ob man da vielleicht hoch könnte. Vergesst einfach alles, was ich tun wollte. Wo ist meine Shell? Habe ich nicht gerade mit Shell gespeichert? Ah, okay. Das ist wirklich ein sehr ungünstiger Safe State. Denn ich kann ihn nicht lösen, ohne die Shell loszulassen. Ah, doch. Okay. Alles gut. Na, also Gott benutzen wir für sowas nicht. Das wäre etwas unpassend. Das Blöde ist, wenn die sich schon zu bald dreht, dann haut die da halt schon ab. Und was bringt, geht das überhaupt, wenn ich dann da abpralle? Komme ich dann darüber? Oh Gott, das ist so fucking knapp. Ich weiß ja nicht mal, ob das geht. Mama. Das Spiel ist gemein. Ja, tschüss, Shell. War schön mit dir. Huch. Reicht es nicht, wenn die Shell durchs Ziel fährt? Ja, solange ihr zugucken wollt. Kann ich das machen? Könnte man an der Stelle eigentlich noch groß sein? Ich habe den Pilz ja im Prinzip bewusst verloren.
Er hat ja auch gemeint, ich brauche ihn nicht mehr. Aber könnte ich das alles, was ich da gemacht habe, groß schaffen? Nicht, dass ich das jetzt versuchen würde. Aber ich glaube, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Auch wenn das ganze Zeug dann groß mit Sicherheit nochmal wesentlich gemeiner wird. Stimmt, den Wolljump noch an den Shelljump von vorhin ranhängen, ja. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Leck mich doch am Arsch. Entschuldigung. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, ich muss mich da durch dran vorbeidrücken. Aber ob ich das getimed kriege? Ja, ich glaube schon. Ich kann den Wolljump halt zumindest nicht. Ich hätte echt gerne den Aggressor gerade hier, der mir sagen kann, was er sich dabei gedacht hat. Ich soll den Wolljump. Ja, gut, okay. Kein Problem. Probieren wir den Wolljump. Aber ich glaube, das ist nicht mal. Ich glaube, da würde nicht mal einer reichen, oder? Wenn ich mir das so angucke. Denn weder kommt die Shell rechtzeitig zurück. Ob ich da einen Wolljump hinkriege, ich weiß ja nicht. Wie geht der? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, was aussichtsloser ist. Hört man das Hämmern, ja? Sehr gut. Na super. Ich meine auch, er ist einfacher, wenn man rennt dabei, aber. Nur mal Interesse halber, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding nach drüben dupliziere?
Ja, sehr schön. Beziehungsweise, wie geht's eigentlich da unten weiter? Viel kam da ja nicht, ne? Kommt einfach nur das Ende wahrscheinlich. Das Video ist gut, das sind einige. Oh Gott. Ich würde gerne den Block duplizieren. Was kommt denn da rechts raus, wenn ich den nach rechts dupliziere oder nach links? Kommt da nicht ein Schlüssel raus oder so? Vielleicht zufällig? Denn, um bei Fußballzitaten zu bleiben, diesem Spiel täte ein Schlüssel ganz gut. Wenn Chelsea wieder Luft, geht er aus dem Stand? Glaube nicht. Muss man dafür nicht rennen? Slow-mo. Ein Leben! Ich will unbedingt ein Leben. Ich meine, der geht aber. Der geht nur aus dem Lauf. Hat er hier hinten vielleicht eine Wand gesetzt? Schade. Ist das hier eine Wand? Schade. Hätte mich auch gewundert. Ach, puh. Nee, also Shelljump, nee. Das haut nicht hin. Kann ich das Wasser irgendwie festsetzen? Dass das auf der Höhe bleibt. Gab's da nicht mal einen Glitch? Keine Ahnung, ja. Ich auch nicht. Oh, ich krieg's gerade nicht mal mehr hin, die Ranke zu aktivieren. Warum das denn eigentlich? Blady! Welcome back in der Hölle. Ja, immer noch das Level. Ich schaff das Ende nicht. Wir wissen nicht, wie das Ende geht. Wir haben keine Ahnung. Ja, ich kann mich auch dahin wieder porten. Porten, hä? Wir kommen nicht durch diese Mancher da. Nein, der ist nicht mehr da. Der ist gegangen. Wir kommen nicht durch diese Mancher hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durch soll. Ja, klar, das Level beendet hätte ich ja schon, also insofern. Ist das auch egal.
Ich würde halt ganz gerne noch das Ende hier schaffen. Gemein wäre es halt echt, wenn man den Pilz braucht und er nur gesagt hat, ich kann ihn verlieren, aber er meint ja, er verarscht mich. Also vertraue ich ihm da mal. Ach, Moment, wie willst du mit einem Pilz da oben durch? Ist auch Blödsinn. Sorry. Totaler Unfug, was ich wieder erzähle. Hier oben kommst du. Oh, doch, ohne. Du kämst hier ohne Pilz durch. Also ohne ihn zu verlieren. Man käme hier ohne Pilz grundsätzlich durch. Also ohne den Pilz zu verlieren. Mein Gott. Aber ist das möglich? Sollen wir jetzt, Frage an euch, alles nochmal versuchen, ohne den Pilz zu verlieren? Nicht, oder? Ich meine, ich mache, was ihr sagt, mir ist es egal. Es wird aber halt nochmal unheimlich lange dauern, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die Geduld noch habt. Ich weiß halt auch nicht, ob es überhaupt geht. Versuch mal Pilz. Na gut. Aber die ganzen Stellen hier sind, glaube ich, mit Pilz möglich. Ha, das verwirrt mich halt schon so ein bisschen. Die Shell, weil man sie mitnehmen konnte. Die hatte ich auch das erste Mal nicht dabei und dann meinte Dani so, kann ich Shell mitnehmen? Und dann habe ich die Shell halt mal mitgenommen, damit die mir irgendwie hilft, aber das hat sie nicht getan. Course, she's a bitch. Ja, Dani, genau. Warum hast du die Shell geholt? Du mich auch. Wir könnten auch noch einen Fisch warten, zumindest. Nehmen wir halt den zweiten da. Wobei, wenn ich noch schneller. Ich müsste eigentlich echt noch schneller sein. Ich müsste eigentlich schon den erwischen. Und dann den. Und dann. Diese scheiß Fische. Und dann. Nein. Im Prinzip den. Den. Und jetzt. Den. Und dann komme ich schon hoch. Nein, das reicht halt eben. Das reicht eben gerade nicht. Wow, fuck, was habe ich gedrückt? Bin ich noch da? Ja, okay. Einfach mal random Taste gedrückt. Ja, eben. Er hat gesagt, bis zur Röhre ist alles getestet. Das hat er halt garantiert und damit hat er auch recht gehabt. Jetzt sind wir halt schon nach der Röhre. Es kann schon sein, dass das da hinten anders gedacht war oder so nicht funktioniert, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, den Pilz zu behalten, und das sollte drin sein, ich wüsste gerade nicht, wo man ihn verlieren muss. Und das ist mir gerade zumindest spielerisch lieber, als da hinten einfach nur diese eine einzige Stelle rumzuprobieren. Da habe ich ein bisschen mehr Abwechslung. Wie lange streamen wir das Level eigentlich schon? 4 Stunden? I have no idea. Wie lange der Stream schon geht, meine Herren. Nur mal kurz testen. So, jetzt ganz schnell das Ding aktivieren. Das muss halt echt schnell aktiviert werden. Und jetzt hier durchkommen, ohne den Pilz zu. Oh Gott. Hier habe ich ihn immer verloren, ja.
Scheiße. Das ist halt echt schon Kacke. Seit wann sind die Fische eigentlich da noch hier oben? Sind die nicht eigentlich schon weg gewesen sonst? Mann. Ja, natürlich ist das so ein Scheißblock. So, wir klettern einfach. Überall kann man zum Klettermodus wechseln. Mann. Das Level könnte so einfach sein. Dieser eine dumme Drecksfisch. Und wenn ich hier jetzt aber zu lange warte, dann schaffe ich es nicht rechtzeitig, den Block zu aktivieren. Das ist doch zum Kübeln. Das könnte hinhauen, oder? Nee, ich weiß nicht. Leck mich doch im Arsch. Das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. Ich hätte es gern richtig beendet, das Level, aber ich weiß es nicht. Ich richte mich nach euch. Wie, welches Teil? Ach so, und dann den Rest mit Pilz. Ja. Aber das ist ja gerade das Schwierige gewesen, der Abschnitt hier. Guck mal hier auch diesen Sprung dann hier ohne mit Pilz zu schaffen. Ich glaube, das ist alles nicht drin. Wenn dieser dumme Fisch da nicht wäre. Warum kommt er überhaupt? Warum lebt er überhaupt? Ich kann den umsetzen, oder? Achso, dann aktiviere ich das Ding aber viel zu spät. Das kann ich nicht machen. Ich muss das Ding ja recht schnell aktivieren. Oh, ist doch alles zum Kotzen. Oder hast du irgendwas anderes gemeint, Dani? Und ich habe dich jetzt falsch verstanden. Oh. Immer hat man eine neue Idee und dann kommt irgend so ein dummes Mistviech und ärgert einen. Mann! War schon richtig. Ja, aber wie gesagt, dann ist ja wieder das Ganze. Dann ist das Level ja eh beendet. Ja, wenn ich neu hochspringe, dann ja gut, können wir machen. Das können wir versuchen.
muss halt nur schnell hochkommen. Das ist nicht schnell. Da ist ein Block. Keine Chance. Ja, jetzt bin ich wieder hier, leck mich doch. Extra Safe State, please. Aber dass er halt gesagt hat, ich muss, es reicht, wenn ich hier klein bin. Ich weiß nicht, hat er sich einfach gedacht, man kann da durchspringen? Kann man da durchspringen? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Warum auch immer die schnell verworfen wurde, weiß nicht, kann. Alter. Wie spät haben wir es denn jetzt schon? 10? Das gibt's doch nicht. Wo ist mein Real Life? Ich streame jetzt mein Leben lang diesen Hack. Ich find's immer noch lustig, dass mir Twitch sagt, meine Streamqualität ist exzellent. Das beste Streamerkennung ever. Hör mal, wer der war eine coole Serie, das stimmt. Auch wenn du jetzt gerade was anderes gemeint hast, nämlich meine Rumgehämmere. Aber das war eine coole Serie. Darauf hast du ja angespielt. So, jetzt bitte lass den Scheißfisch da oben einfach mal nicht auftauchen. Wir gehen einfach noch schneller hin. Ja, jetzt habe ich da den einen Fisch nicht. Gut. Vielleicht. Ich meine, der kommt natürlich, das ist klar. Er muss ja kommen, er muss ja von der anderen Seite angekommen. Er muss ja irgendwo spawnen, aber vielleicht... Ja, das könnten wir... Das haut hin. Das haut hin. Puh. Ich frage mich echt, wenn das jetzt ein Let's Play wäre, wie ich da die Aufnahme hochladen müsste, würde. Ich hätte keinen Plan. Yes! Fuck this shit! Moment, eigentlich kann ich damit sogar ein bisschen warten, oder? Das muss ja erst da unten umgestellt werden. Ups. Nope. Nope. Tut mir auch leid, dass ich euch jetzt da den ganzen Abend klaue. Ich meine, ist ja eure eigene Entscheidung, hier zuzugucken. Ich zwinge ja niemanden. Aber tut mir trotzdem leid. Ich habe nicht erwartet, dass das so lange dauert. Beziehungsweise, dass ich überhaupt so lange streamen kann.
aktiviere doch den Scheißblock. Das ist doch jetzt echt nicht das Schwierigste. Wir können auch erst... Jetzt hätten wir ein Leben. Wir haben alle ein Leben. Du hattest eine Wahl, ja. Ah, ich muss mal kurz, Moment. Ich muss mal kurz mich strecken. Derweil fahren wir hier einfach nochmal in den Abgrund. So. Wo ist das heuchlerisch? Gar nicht wahr. Mann. Kann ich den auch nicht einfach nochmal kurz mitnehmen, so ein bisschen? Oh, nee, der geht nach oben kaputt. Wo fährt das Ding eigentlich hin hier? Ach so. Warum verschwindet der eigentlich da, ist die interessantere Frage. Ah doch, ich kann ihn da eigentlich nochmal dagegen schmeißen. Ah, na bitte, warum chill ich denn nicht? Huch. Dann kann ich hier nämlich... Das sollte noch rechtzeitig umgestellt werden können, oder? Ach, geh doch nicht da kaputt. Ja, das kann ich problemlos rechtzeitig da noch umstellen, okay. So, jetzt kommt die interessantere Stelle. Nämlich hier wieder die blöde Scheiß-Shell zu holen. Jetzt lösen wir ja noch mehr Blöcke aus. Weil wir groß sind. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will definitiv nicht. Vor allem lösen wir die Blöcke jetzt noch eher aus. Das ist das Problem. Als Kleiner kam ich da einigermaßen durch. Aber jetzt, ja. Oder haben wir jetzt genug Zeit, um außenrum zu kommen? Oh, wir könnten sogar genug Zeit haben, um außen rumzukommen. Ja, nein! Nicht springen, nicht springen, nicht springen, dann geht's. Nein. Lauf, lauf, lauf! Nein! Geht das wieder los? Geht das wieder los jetzt, jo? Nein! Das muss doch auch mit Pilz gehen. Das ist zwar eine Scheißstelle, aber das muss doch gehen. Oder ist jemand der Meinung, dass das definitiv nicht geht? Dann höre ich sofort auf. Instant. Nee. Was ist denn, wenn ich hier kurz da drüben zwischen... Ein Beruhigungstee? Nee. Nach dem Level brauche ich was zu essen. Mein Abendessen fand noch nicht statt. Ah. Komm, nimm jetzt die Scheißschelle mit. Yes! Baby! Oh mein Gott. Das war toll.
So, jetzt kommen doch eigentlich nur noch die Shell-Chumps und die müssen doch groß auch gehen. So, habe ich das jetzt zu bald, zu spät aktiviert? Wir werden sehen. Save State jetzt mal lieber noch nicht. Denn ich glaube, das habe ich sogar ein bisschen zu bald aktiviert. Eine Runde müsst ihr noch fahren. Und das tut er hier nicht. Wenn ich nämlich jetzt schon mitgehe, dann komme ich wieder zu bald hin. Dann schaffe ich es wieder nicht, die Ranke zu aktivieren. Ja, genau. Was ein Scheiß. Geht das überhaupt noch? Kommt die jetzt mit? Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder genau dasselbe wie vorhin. Nur, dass ich jetzt halt groß bin. Hoffentlich geht's trotzdem. Viel haben wir nicht mehr vor uns. Das sieht gut aus. Yes. Nein. Shell dabei. Yes. That's it. Jetzt muss ich nur noch. Achso, ja, das ist ja kein Thema mehr. Ich wollte gerade sagen, ich muss nur noch geduckt hier ranspringen. Aber das sollte so hinhauen. Wobei, ich kann mich sogar hier treffen lassen, das ist völlig egal. Denn bis da unten dürfte ich noch blinken. Fuck this shit. Time 42. Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. So. Dann würde ich sagen, wir beenden den Stream, oder? Wie seht ihr das? Ich sollte vielleicht nochmal über was reden, damit es nicht so die ganze Zeit so still ist, während ich warte, was ihr schreibt. Noch eben Mario's Masochistic Mission, falls du das meinst. Ja, nee. Habe ich Let's Played, kannst du dir da angucken. Aber sehr, sehr altes Let's Play.
Was nochmal? Ohne Slow-Mo diesmal. Nein, Super Mario Puzzle Project 4 machen wir jetzt nicht. Nein, nein, nein. Nein, einfach nur nein. Ah, wobei das wahrscheinlich einfacher wäre als das hier. Zumindest was. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Die anderen Level von Aggressor sind auch schon schwer gewesen, aber nicht so krass schwer. Ah.